Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Ägyptern. Und ich weiß nicht, so vielleicht sollten wir tatsächlich uns nochmal hier um diese kleine skipionische Flotte hier unten kümmern. Wie haben wir ihn denn versenkt? Okay, das war's dann. Dann ist der schon mal abgetaucht in die ewigen Jagdgründe. Das ist doch mal ganz gut. So, die Armee wollte ich doch hier hochschicken, ne? Denn damit wir in Griechenland Fuß fassen können, brauchen wir noch ein paar Trübchen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Also, ab wieder hier hoch. Ja, klar, ne? Also, es ist jetzt nicht so super wichtig, dass wir... es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir die Flotte halt hier sofort hinsteuern und die Truppen halt landen, sondern wir wollen ja gerne, dass er noch mehr... Also, das, also irgendwie diese Armee hier, ne? Die würde mich so ein bisschen stören. Ja, also ist jetzt gerade nicht so die beste Idee, sich mit der anzulegen. Die ist einfach, der ist im Vergleich zu uns ist der halt viel zu gut. Also irgendwie einen Fullstack muss der da halt weniger haben, sonst kommen wir da nicht hin. Da kommen wir sonst einfach nicht weiter. Sehe ich irgendwie nicht so ganz. Eine der Fragen, die kam, war, Günner, was hältst du denn davon, jetzt noch Rom platt zu machen und so weiter? Im Prinzip... Ist das nicht die schlechteste Variante? Das muss ich händisch machen, sonst verlieren wir. Ich kann aber halt dazu sagen, also ich weiß nicht, ob ich das in dem Projekt komplett durchziehen werde. Ich könnte es mir fast vorstellen. Die Schwierigkeit ist, der Senat, der wird ja nicht irgendwie anfangen, die ganzen römischen Truppen irgendwie auf Schiffe zu packen. Ne? Das heißt also, wir müssten abwarten, bis eine der... Ich weiß gar nicht, ob die römischen Familien... Machen die das? Machen die Bürgerkrieg? Fangen die den Bürgerkrieg an? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also bei mir haben sie es, glaube ich, noch nie gemacht. Aber ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich. Ihr habt wahrscheinlich eher mal solche Situationen da erlebt. Ganz crazy auf jeden Fall. Ne? Und dadurch, dass der Senat seine Truppen nicht auf ein Schiff stellen wird... Bedeutet das für uns aber auch zugleich, ja, ich weiß, ist ganz böse, dass wir weiter. Das bedeutet halt für uns dann, wir müssten den Senat im Feld schlagen, ne? Und kannst du dir jetzt schon mal vorstellen, das wird beliebig kompliziert. Das ist eine coole Kombo, die er macht. Ist der mehr Welsch? Dahin muss ich. Der haut doch sonst ab. So, no effing way. Bei den was? Göttern? Was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. Erschöpft, erschöpft und völlig erschöpft. Okay, ja super, damit können wir noch arbeiten. Er ist schon wieder auf diesem Hügel. Oh Mann, Alter. Mann, versuchen sie mal gerade hier in der lockeren Formation. Das Komische war eben, dass sich unsere äußerste Einheit immer wieder so weggedreht hat vor ihm, sozusagen, ne? Und er dann im Plänkelmodus immer ein Stückchen vor war.
Das war schon komisch. Also hier, diese linke Einheit jetzt hier, die bei uns ganz links außen war, ne, müssen wir uns ja dann spiegelverkehrt vorstellen, die war ganz merkwürdig gedreht. Rennt mal! Meinst du nicht ernst? Naja, gut, okay. Ja, dann ist das halt so. In die Berge! Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Was willst du denn in den Bergen? Sire! Ey, ich bin ehrlich, ne? Ihr seid es mir nicht wert, dass ich euch fortbilde. Dann arrangiere ich mich lieber mit den Rebellen. Boah. Ja gut, ne? Ich meine, da mit erschöpften Truppen dann den Berg da rauf und so, ne? Ja, das ist einfach, natürlich ist das einfach Kacke, ne? Und den kann ich nicht nehmen, der ist zu alt. Den schicken wir jetzt auch nicht mehr da hier auf dieses komische Kommando da, ne? Ja, du kannst sie hier fortbilden. Und dann nimmst noch hier zwei von denen, dann nimmst jetzt damit runter und machst das mit der Kavallerie. Wir sitzen fest, mächtiger Herr, mächtiger General. Guck mal, da kommt noch mehr. Vorwärts, wir sitzen fest, mächtiger Herr. Da schmeißt er ja nochmal alles zusammen, ne? Alles, was er hat. Mächtiger General. Wo ist Pontus hin? Der hat mich schon... Ah ne, warte mal, stimmt, den haben wir ja vertrieben, genau. Den haben wir ja erfolgreich vertrieben, ja. Stimmt, da war da was. General. Ja, aber fortbilden will ich da jetzt mal gerade nix. Lauf mal hier hin. Weiter. So. Wir sitzen fest, ja. Mächtiger Herr. Meine Augen sind eure. Ja. In Bewegung. Genau. Meine Augen sind eure Augen. Ich überlege noch gerade, wie legen wir uns denn jetzt mit ihm am besten an? Mein Gebieter? Sire! Marschieren! Weiter geht es nicht, Sire! Euer Wille ist mir Befehl. Man sieht mich. Bei 75% müssen wir es riskieren, denke ich, weil euer ansonsten. Ist mir Befehl. Spionieren. Ja, also du kannst sonst keine Aktion mit dem machen. Euer Wille ist mir Befehl. Beziehungsweise du musst ja immer davon ausgehen, dass der Typ halt irgendwie umfällt, ne? Eure Augen. Spioniere. Ja, der braucht ja seine. Der muss ja seine Skillpunkte irgendwie sammeln. Aber der hat hier zwei sehr gute. Hat da zwei sehr gute Leute drin gerade. Ja, Massaker dann halt. Nächster Versuch, ne? So, Hotte Hüß fortgebildet. Sire. Bam, bam, bam. Mein Gebieter? Nur ein bisschen was mit, General. Ne? Marschieren. Ja, ich geh auf normal mit dem Steuersatz. Ah ja, okay. Ja, noch mehr Infanterie. Noch mehr Truppen. So, was ist das da jetzt nochmal? Okay, ein Haufen Grümpel. Aber irgendwie eine Kavallerie werden wir da schon brauchen, ne? General. Ja, das ist ja sonst doof. Sire, mächtiger General. Und rekrutierst eine Kavallerie. Das ist die bessere Variante. So, und dann machen wir hier folgendes. Pass auf. Kannst du irgendwie vier Stück nehmen? Greif den Feind an. Ja, für ein Autogefecht. Greif den Feind an. Okay, gut. Hätte ich mal vorhin besser auch gemacht. Vielleicht hätte ich ja auch gewonnen. Naja, wer weiß. Also ich würde mal sagen, ich hätte wahrscheinlich verloren. wie viel Einwohner hat Pergamon? 5000 ist gut. Dann. Tipp. Mächtiger General. Befehle? Befehle? Sire! Haut doch hin, oder? Vorwärts! Sire! Marschieren! Fortbilden. Genau. Mein Gebieter?
marschieren. Weiter geht es nicht, Sire. Mein Gebieter, mächtiger General. Mächtiger General. Stoß vor. So, wir nötigen den jetzt mal so ein bisschen, dass er sich da mit uns auseinandersetzt. Dann kann er sich's aussuchen, wo er verteidigen will, weil er wird nicht alle drei Städte verteidigen können. Hihihi. Ach übrigens, das sagte auch einer der Zuschauer, dass die ihm gefällt das bei Rome 2 besser, weil da nur die Anzahl der Armeen halt begrenzt ist, nicht die Anzahl der Entschuldigung, der Rekrutierungen, ne? Und ist irgendwo auch verständlich, finde ich, ne? Weil tatsächlich, klar, ne? Mit nicht so vielen Armeen kann man den Gegner schlechter zuklatschen einfach. Ne? Nur, also das Problem ist halt tatsächlich, so mit Rom 2 erlebt man das doch sehr oft, dass die Armeen irgendwann so eine kritische Masse erreicht haben. Und wenn sie die dann haben, also das ist halt sehr häufig bei dem berühmt-berüchtigten Fullstack halt der Fall, ne? Und wenn du halt diese kritische Masse halt einfach hast, dann passiert ja nicht mehr so viel, ne? Und dann wird das Spiel einfach so ziemlich, dann wird das Spiel ziemlich monoton. Abgesehen davon, dass man ja auch gerade zu einem späteren Zeitpunkt, du kannst sowieso immer, das war meine Erfahrung in ganz vielen Durchläufen, bei Rome Total War, du kannst in ganz vielen Situationen immer die KI doppeln. Also, dass du deutlich mehr Truppen hast als die KI. Das hat bei mir sehr oft so geklappt. Ja, der Philopator, ne? Und hier? Nun hat die Hü? Ja, immer noch eins. Euer Wille ist mir Befehl. Die Tarnung ist mein Mantel. Okay, das ist ein Haufen Müll. Das ist nicht schlimm. Ungesehen, unbemerkt. Weiter geht es nicht, mein Gebiet. Wow, da ist aber viel Zeug drin. Okay, dann müssen wir erst deine anderen Armeen aus dem Weg räumen, ne? Okay. Ja, also, und das ist halt, da bist du halt einfach so schnell dran. So eine kleine Armee mit, ne, so einem Halfstack oder so, den kann man auch mal so wegwischen noch irgendwie, ne? Aber so ein Fullstack, da bist du halt auch immer, und wenn du den halt mal hast, wenn es ordentliche Truppen sind, und tatsächlich, die Truppen kämpfen ja bei Rome Total War deutlich besser. Mächtiger General. Für den weiter. Ordnungsfetischist, man kann die Armee hier gerade ein bisschen umstellen. Da finde ich, ne, also da hast du es dann deutlich schwerer, auch als KI, ne, selbst mit den Boni, wie ich finde. Ja, 1 gegen 1, das ist noch eine Situation, die sich relativ häufig ergibt, aber du schaffst es fast immer eine Überlegenheit, fast immer eine 2 zu 1 Situation. Hat man ganz oft, und dann kannst du alles auto-resolven bei Rome Total War. Das finde ich ja gerade so schrecklich. Der will den ja kaufen, oder was? Alter, hör auf. Ah ja. Also er entblößt Ankara. Kannst du da vielleicht noch ein paar mehr Truppen an Bord nehmen? Hier so ein Tiberius Porcius zum Beispiel. So, der Palast des Pharao. Sehr schön. Sidon hat den Palast des Pharao übrigens auch gebaut. Dann bauen wir jetzt die Tempelstadt hier. Natürlich. Palmyra, ja. Bei 9000 Einwohnern könnte man auch schon eine Akademie machen eigentlich, ne? Aber Basar ist auch gut, ne? Der Basar ist einfach... Die Basare, die sind so wichtig als Voraussetzungen halt für andere nochmal deutlich bessere Gebäude, ne? Ja, wir haben hier immer noch keinen Hafen, ne? Komm, mach mal. Wie kann das aus? Pergamon hat die Kavalleriestelle gebaut, cool. Ja. Ja gut, den Schmied könnten wir theoretisch schon mal bauen, ne? Mächtiger General. Mächtiger General.
mein Gebieter? Euer Wille ist mir. Da komme ich leider immer noch nicht rein. Aber warum? Das verstehe ich nicht. Der hat so eine krasse. Oder geht das vielleicht irgendwie. Über welche Modifikatoren geht das denn? Weil der Typ, der ist ja meine gut, Ohren ne? Sind eure. Also, naja, okay, drei. Ja, es geht meine so. Ohren sind eure Ohren. Zwei. Unsere Spione sind nicht so gut. Da liegt es wahrscheinlich. Ja, aber das dürfte eigentlich nicht so krass sein. Wie dem auch sei, los geht's. Die Siedlung wird belagert, Herr. Ja. Die Siedlung wird belagert, Herr. Der kommt nicht mehr rechtzeitig. Der kommt nicht mehr rechtzeitig. Der könnte noch kommen, ne? Ne, der kommt auch nicht mehr rechtzeitig. Okay, also, da wittern wir doch gerade jetzt eine Chance. You don't say what? Okay. Who the F hat Gallien vernichtet? Das war eine super starke Fraktion. Oh my goodness. Wartet mal kurz. Mach mich mal raus hier. Das ging ultra schnell. Guck dir das an. Also es ging wirklich schnell für Gallia. Okay, ich habe eine Ahnung, wer sie vernichtet hat. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Boah. Das ist bitter. Alter, der legt den ganzen Hofstab dabei, ne? Sehr gut, okay. Ja, also eine Schmiede und so weiter, Architekt, ja klar, alles super. Entwicklungsbericht schenken wir uns Bündnisse in Dakin Germanien, okay. Wow, also, dass die so schnell in der Versenkung verschwinden, das kannte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Der S7 hat Seitenhändler, Isis, Priesterin und so weiter und so fort. Krass, okay. So hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, ja, es stimmt. Vielleicht schicken wir ihn nochmal gegen die Rebellen aus, hä? Marschieren! Weiter geht es nicht, Sire! Mächtiger General. Ja, er geht zurück nach Alexandria, wobei wir könnten ihn noch in Theben eigentlich fortbilden. Dann kriegt er noch. Das müssten wir mal ausprobieren, ob er dann die Erfahrungsstufe kriegt, aber das können wir vielleicht später auch noch machen. Die bilden wir auf jeden Fall fort. ...2,5 ist halt auch sehr geringes Bevölkerungswachstum. Ich glaube, ich werde die auflösen. Damit diese Stadt auch mal wächst, ne? Ansonsten haben wir ja immer da das Problem, dass diese Stadt nie wachsen wird. 2,5% in der Wüste, ne? Gut, ich meine, ist klar, ne? Warum wächst sie halt nicht? Ja, sie liegt ja halt auch in der Wüste. Aber 2,5% und dann hast du nur 500 Einwohner. Das ist ja klar, dass da nie was passieren wird, ne? Der feindliche General zeigt seinen Wert. Bei den Göttern, was war der feindliche General für ein Narr? Er opferte sein Leben, statt seine Männer in eine würdige Niederlage zu führen. Die Bauern sind noch da, oh mein Gott. Als Feinde sind diese Männer perfekt. Komm, gib mir den Mann der Stunde, ich war so schlecht. Ich war so schlecht von den Verhältnissen her. Sieg! Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Aber der hat zwei Erfahrungsstufen, will ich nicht auflösen. Nee, sorry. Das können wir nicht tun, Sire. Ich weiß, dass du nicht mehr gehen kannst, aber ich würde dich trotzdem schon mal da hoch. Stoßt vor.
Lass den Typen noch da. Komm hier, schick mal zwei über die Grenze. Löse die mal da auf. Na, also super. Okay. Findest du? Nein. Aber nächste Runde, ne? Ja, nehmen wir eine ohne Erfahrungsstufe. Vorwärts. Den lösen wir dann da auch noch auf. Das passt doch dann. So. Noch einer. Noch einer. Mächtiger General. Da kommst du ja überhaupt nicht vorwärts, ne? Weiter! Stoßt vor! Kannst du mal bitte wegbumsen? Danke. Vorwärts! Wir können nicht weiter, großer Herr. Crazy, ne? Euer Wille ist mir Befehl. Spioniere. Ungesehen, unbemerkt. Brauchst du auf jeden Fall bessere Straßen hier, ne? Wir müssen halt bald dann die zweite Armee dahinter her schicken. Meine Augen sind eure Augen. In Bewegung. Wir können mal schön spionieren. Weiter, meine Ohren sind eure Ohren. Wo will der da denn hin? Der steht doch da in der Ecke. Der kommt doch da gar nicht weiter. Mächtiger General. Ein bisschen verrückt. Marschieren. Ab da hoch. Geht es nicht, Sire. Okay, 400 Mann. Befehle? Sire! Die haben keine Erfahrung, die können wir auflösen. Mein Gebieter? Okay, einer noch. Die haben Erfahrungspunkte, ich löse den auf. Fortbilden machen wir später. Sire! Mächtiger General! Ja, dann würde ich aber mal sagen, stoßt hier hin. Vor. Wir können nicht weiter, großer Herr. Mächtiger da General! Sagen, hier. Stoßt vor! Da würde ich sagen, hier. Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Da würde ich sagen, hier. In Bewegung. Wir sitzen okay, da ist fast nichts mehr drin. Großer Herr, meine Augen sind eure Augen. Spioniere. Meine Augen. Vor allen Dingen, wenn der Kotal so offen lässt, ist super, ne? Meine Augen sind eure Augen. Meine Ohren sind eure Ohren. Ja, den wollte ich gar nicht ausspionieren, aber ist egal. Schmeckt. So. Mein Gebieter? Unmöglich, Sire. Greif den Feind. Nichts ist unmöglich, Sire. Siedlung wird belagert, Herr. Tarsus? Okay, passt. Ja, gehen wir ein bisschen Risiko. Befehle, mein Gebieter. Aber nicht mit dem. Mit dem gehen wir kein, also mit dem gehen wir auf jeden Fall Risiko. Befehle. Komm, da noch mit. Würde theoretisch auch reichen, das nächste Runde zu machen, aber hey. Befehle, Befehle, mächtiger General. Marschieren. Nimm noch zwei mit. Meine Augen sind eure Augen. Niemand wird mich sehen. Wir sitzen fest. Ja, schickt die alle da hoch. Meine Augen sind eure Augen. Die Tarnung ist mein Mantel. In Bewegung. Wir können nicht weiter, Sire. Denn im Zweifelsfall, wenn wir sie nicht brauchen, schicken wir sie alle in die, schicken wir sie alle auf die Halbinsel. Oder schicken wir sie alle weiter nach Griechenland. Finde ich absolut in Ordnung. Das geht von der Distanz her auf jeden Fall klar. Okay. Ja. Mach noch eine Kaff. Ja, wir werden das ja jetzt sehen, wie das da weitergeht. Jetzt müssen wir aber hier noch mit dieser Armee müssen wir jetzt noch gucken. Das ist auf jeden Fall zu viel. Marschieren. Weiter geht es nicht, Sire. Ziehen die Truppen hier mal zusammen. Mächtiger General. Sire. Hm.
Stellen die mal hier hin. Weiter. Oh, ne, in Sardes können wir da nichts bauen. Nichts rekrutieren, viel zu wenig Bevölkerung. Lieber nochmal hier weitermachen und noch mehr Truppen darüber schicken, ne? So, jetzt müssten wir doch aber auch so truppenmäßig hier mittlerweile mal ganz ordentlich was zusammen haben, ne? Naja, also ordentlich ist ja bei uns immer relativ, aber auch mit Erfahrungsstufe und so, ne? Los, los. Wir können jetzt nicht weiter, Sire. Ei, großer Herr! Also, er hat überall immer Truppen an Bord. Ne? Ei, großer Herr! Da rein. Das Schiff ist bereit! Ei, großer Herr! Sitz bereit! Sitz bereit! Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Kann sein, dass ich was vergessen habe. Ah, ja, hier. Handelsrechte mit Makedonien, klar, warum nicht? Soll man ein Bündnis mit denen machen? Bündnis mit den Makedonen, noch gibt's sie ja. Breche jetzt ja keinen Vorteil, okay. Ein furchtloser Bürokrat. Okay. Den Baubericht schenken wir uns mal gerade. Eine Kuh kriegt einen Folterknecht. Schließen sich ja immer noch mehr Leute an, ne? Verbessert die öffentliche Ordnung. Plus 1 Unruhe. Senkt die öffentliche Ordnung, ja. Okay. Mächtiger General! Marschieren! Sire! Mächtiger General! Mächtiger General! Befehle? Sire? Angriff! Der Sieg ist unser, o Mächtiger! Nice. Mein Gebieter? Angriff! Der Sieg ist unser, o Mächtiger! Wir können nicht weiter, großer Herr! Sire? Hier, der ist 60. Da kannst du doch hier den... Sire? Das, der Jungspund, ne? Guck mal, nimm den mal mit rein. Mächtiger General! Und dann gibst du dem hier... Den Zauberer, den Bibliothekar, den Horuspriester, den Mathematiker, Kornhändler, naja, warum nicht? Schatzmeister, Chirurg, werden wir. Guck mal, ein Abstinenzler ist es. Sire? Marschieren! General! Vorwärts! Architekt, Naturphilosophie, Experte und so weiter, ist ja auch schon irgendwie wieder witzig, ne? Okay, cool. Ja. So. Aha, okay, also er ist mit der Flotte jetzt hier hin. Ja, dann machen wir den auch mal weg. Angriff! Wir herrschen! Wo ist der jetzt hin? Chance nicht gesehen. Das Schiff ist bereit! Das Schiff ist bereit! Das Schiff ist bereit! Ei, großer Herr! Ei, großer Herr! Ja, okay. Ah ja, apropos. Befehle? Greif den Feind an! Okay, sehr gut. Bevölkerung hier müssen wir ausradieren. Und? Was haben wir hier für einen Tempel? Aphrodite. Ich
Verzicht 15 auf die öffentliche Ordnung. Da sollte man noch ein bisschen dabei bleiben. Machen wir bitte hier dann die Bäder hin, genau. Mächtiger General. Ach, da guck mal. Ist der da hochgelatscht? Befehle? Mein Gebieter? Ja, 53% Chance, dass da die Tore offen sind. Meine Augen sind eure Augen. 62% Chance, dass die Tore da auf sind. Mein Gebieter, greift den Feind an. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird belagert, Herr. Bereitet euch auf die Schlacht. Also, warte mal, zeigen wir noch mal ganz kurz, wie viele Einwohner sind da drin? 600, ja, ich hab's befürchtet. Ankara ist immer so. Greift den Feind an. Immer so schwach bevölkert, ne? Aber rekrutieren werden wir da nichts, ne? Wir können aber den Zeus-Tempel, den können wir mal abreißen. Und dann bauen wir den Imhotep-Tempel hier hin. Weil die Idee war natürlich schon... Oh wow, mit 93% hat das nicht geklappt. Meine Ohren sind eure. Ja, der hat 100, ne? Man sieht mich einfach. 48% Chance, dass die Tore offen stehen. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Ja, ne, wir schicken halt noch mehr hier rüber. Sind eure Augen in Bewegung. Wir sitzen fest, großer Herr. Meine. Boah, Alter, das ist echt eine biestige Armee. Naja, gut, so viele Streitwagen. Das würde ihm nicht viel helfen, wenn er unsere Städte belagert, tatsächlich. Da hilft ihm das nicht so viel bei. Marschieren! Vielleicht können wir auch hier die Brücke sichern. Das wäre auch cool. Ja, und nächste Runde wird der Typ auf das Schiff. Und dann können wir anfangen hier... Dann können wir hier die Truppen landen. Vorher geht das leider nicht, fürchte ich. Aber das wird dann auf jeden Fall besser. Okay, ich würde sagen, wir machen hier noch einen Cut, ne? Also, ich meine, klar, jetzt gegen Pontus, das waren jetzt auch so Mini-Gefechte in den Städten, ne? Das waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Truppen. Klar, da war ein General dabei. Unsere Truppen sind aber auch besser geworden, das darf man auch nicht vergessen. Gut, die Armee jetzt hier nicht, aber zum Beispiel, ja, die jetzt auch nicht so unbedingt, ne? Aber die Garnisonen waren relativ schwach, das darf man jetzt nicht vergessen. Das macht es dann doch für uns nochmal ein bisschen einfacher. Ja, willst du denn hier jetzt noch weiter? Armenien sind unsere Verbündeten. Mächtiger General, stoßt vor. Da müssen wir nochmal genau gucken, ne? Ich fasse mir doch die beiden Armeen mal zusammen. Dann sind die da ein bisschen solider aufgestellt. Okay, der ist jetzt ganz weit weg. Interessanterweise. Marschieren. Weiter geht es nicht, Sire. Ja, das mit Azakia machen, da fehlt mir noch so ein bisschen. Mein Gebieter? Das Patentrezept. Oh, du meinst es nicht ernst. Vorwärts. Wir können nicht weiter, großer Herr. Befehle? Weiter, Sire. Naja. Aber so ein Schmarren mal wieder hier. Okay. Da haben wir schon jeweils einen in der Pipeline. Was machen wir noch? Eine Badeanstalt oder eine Hinrichtungsstätte? Der Bazar wäre schon, klar, wäre ganz gut. Aber machen wir die Hinrichtungsstätte, ist ja auch gut. Ne? Gerade auch gegen Korruption und so hilft das, glaube ich, schon was. Ne? Weil bringt öffentliche Ordnung durch Gesetz. Gesetz reduziert die Korruption. Ja, dann bauen wir hier mal auf jeden Fall die Felder. Jo, das hier ist okay. Salamis, Tempelstadt, klar, warum nicht?
Geheimpolizeinetzwerk. Ja gut, warum nicht? Mal wieder. Drei Runden für die Farmgemeinschaft ist, glaube ich, geritzt, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir es aber auch. Okay, gut, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Ja, die Eroberungen hier, die waren jetzt relativ einfach. Gut, sie gingen auch automatisch. Hatte aber auch was damit zu tun, dass er seine Truppen nicht geschickt aufgestellt hat. Für uns soweit erstmal gut. Jetzt können wir versuchen... Also jetzt müssen wir hier wieder auch einen Gang runterschalten, so langsam. Wir können auch bald mal drüber nachdenken, unsere Hauptstadt nach Jerusalem oder nach Sidon oder nach Antiochia zu verlegen, weil die ein bisschen strategisch geschickter liegen. Dann ist das Nildelta halt allerdings wieder weiter weg und das Nildelta ist halt einfach sehr lukrativ, auch von den Städten her. Ne? Da gucken wir mal noch nach. Ah ja, genau, die Karthager. Also die Karthager gibt's wirklich noch, sogar mit Karthago. Euer Wille ist mir Befehl. In Bewegung. Das ist auch sehr beeindruckend. 29.000 Einwohner hat Karthago. Numidien gibt es dann auch noch. Ungesehen? Römer habe ich hier auch noch nicht gesehen. Erklärt ja auch einiges. Die Skipionen kämpfen gegen uns. Die Bruti haben nichts mehr zu tun und die Julier haben die Gallier aufgemöbelt. Also das ergibt auf jeden Fall aus meiner Sicht, ergibt das auch Sinn. Ne? Ja. Okay. Sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann, macht's gut und Pax Vobiscum Valete.